Refresher-Kurs. Ich möchte das auch im Sinne eines Refreshers machen. Das heißt, es werden sicherlich Dinge sein, die Sie schon kennen, aber ich hoffe auch einiges Neues noch mit einzubauen. Die Nierenersatztherapie, das sind meine Interessenkonflikte. Nierenersatztherapie ist ja mehr am Ende, sage ich mal, der Kette bei der Therapie des akuten Nierenversagens, nachdem Allgemeinmaßnahmen wie Reflotoxine abzusetzen, Eubulämie herzustellen, symptomatische Therapie zu machen, wenn wirklich sogar das im Sinne von Care-Bundles anzuwenden, alle versagt haben und auch spezifische therapeutische Maßnahmen, sei es vom Urologen, vom Nephrologen oder vom Intensivmediziner, nicht zum Erfolg geführt haben, sodass letztlich eine Nierenersatztherapie indiziert werden muss. Und in meinem Vortrag möchte ich ja auf bestimmte Aspekte eingehen. Zum einen nochmal beleuchten, wann wir damit beginnen. Auch nochmal ein bisschen was wiederholen zum Gefäßzugang, zur Modalität und Dosis, was es da für aktuelle Empfehlungen gibt. Ihnen nochmal Kriterien an die Hand geben, wann auch eine Nierenersatztherapie wieder beendet werden kann und am Schluss noch ein paar Aspekte zur Antikoagulation Ihnen geben. Wie ist die Realität aktuell in Deutschland? Wer ist beteiligt bei der Indikationsstellung der Nierenersatztherapie? Da haben wir mal eine große Umfrage gemacht unter 2000 Intensivstationen. Fast 400 haben immerhin geantwortet. Auf die Studie komme ich nachher auch nochmal zurück. Die gezeigt hat, dass doch meistens Anästhesisten beteiligt sind an der Indikationsstellung. Das ist natürlich auch bedingt durch die Struktur in Deutschland der Intensivstation, wer vornehmlich die Intensivstation leitet. Internisten deutlich seltener vertreten, auch der Nephrologe, was ja wünschenswert wäre, nur in ein Fünftel der Fälle bei der Indikationsstellung vertreten. Und hier haben wir auch mal ausgewertet, in welchen klinischen Situationen, die Nierenersatztherapie indiziert wurde. Einig waren sich eigentlich alle, dass wir das nach klinischer Situation machen, aber nach welcher klinischen Situation, da gehen dann die Meinungen auseinander, dass es eine bestimmte Harnstoffschwelle gibt. Diabetiker-Einsatz, absolute, also Notfallkriterien, Laktatazidose auch interessant, hat bei einigen das getriggert, eine Nierenersatztherapie durchzuführen. Schauen Sie mal, da sind noch ein paar Plätze, da können Sie sich noch verteilen. Hier vorne noch ein. Eine kurze Frage, ist es möglich, ja, bitte etwas zu dimmen vielleicht? Das Licht. Im hinteren Bereich. Es ist sehr hell. Also das blendet ein bisschen, aber hier oben ist nicht. Ich guck mal. Also die Frage, die in den letzten Jahren viel diskutiert wurde, ist es ein Unterschied, ob wir einen Patienten früh oder spät dialysieren? Das Problem an dieser Stelle, wenn Sie sich da die Studiensituation anschauen, dann wird in quasi jeder Studie etwas anders definiert, was überhaupt früh und spät ist. Und zweitens haben wir ein Problem, dass die Studienpopulationen sich sehr unterscheiden. Also wir haben chirurgische Intensivstationen, rein internistische, aber auch gemischte Intensivstationen. Und wir wissen schon, dass es sehr abhängig ist von der Ursache des Nierenversagens und vom Krankheitsbild, ob eine Nierenersatztherapie oder wie überhaupt die Mortalität ist. Das Problem bei der Definition, was früh ist, ist, dass in jeder Studie was anderes gesagt wird, ob Akin 2 oder 3 oder ob es eine bestimmte Schwelle gibt vom Kreatinin-Harnstoff. Manche definieren auch die Zeit nach Aufnahme oder nach Auftreten des Nierenversagens. Auch die späten Kriterien unterscheiden sich, sodass die Interpretation der Studienlage hier sehr schwierig ist. Hier nochmal zur Wiederholung, damit Sie nochmal die Stadien sehen. Die werden ja aktuell, die alten Rifle- und Akin-Stadien werden jetzt zusammengeführt in den Cardigo-Stadien, also ähnlich wie bei der chronischen Nierenkrankheit, also Cardigo 1 bis 3. Ja, man, als Faustregel kann man sich immer merken, 2 ist die zweifache Vergrößerung bezogen auf ein Basiskreatinin. Und da fängt es schon an. Ja? Was ist das Basiskreatinin? Nehmen Sie das historisch Bekannte, wenn es denn bekannt ist, nehmen Sie das von der Aufnahme, nehmen Sie ein kalkuliertes, und das hat auch schon wieder Effekte auf die Stadieneinteilung. Da ist sicherlich die Definition hier ein bisschen schwierig. Oder eben nach Urinausscheidung. Aber Sie wissen, gerade ein Intensivpatient hat ganz viele Gründe, ganz unterschiedliche Urinausscheidungen zu haben. Mit Therapie, ohne Therapie, bezogen auf den Volumenhaushalt des Patienten. Also insgesamt schwierige Situation, die Studienlage zu interpretieren. Und das verwundert einen auch nicht, wenn man sich die Studienlage mal insgesamt
anschaut, hier eine ganz aktuelle, die auch die aktuellsten Studien mit einbezieht, Meta-Analyse, die am Ende zu dem Ergebnis kommt, früh oder spät hat keinen klinischen Unterschied auf die Mortalität. Aber wie gesagt, die Tücke liegt im Detail, deswegen will ich Ihnen kurz zwei Studien, die gerade besonders in diesem Zusammenhang diskutiert werden, vorstellen. Das ist einmal die Arbeit von Gaudry, die im New England Journal of Medicine vor anderthalb Jahren publiziert wurde und auch viel diskutiert wurde, weil es eine große multizentrisch prospektiv randomisierte Studie war, die definiert hat, in diesem Fall die Frühgruppe muss mindestens das Cardio-Stadium 3 erreicht haben und dann aber früh auch innerhalb 6 Stunden begonnen werden. Und die Spätgruppe hat eben auch das Cardio-Stadium 3 plus bestimmte klinische Veränderungen, die uns im Allgemeinen zu einer Dialysetherapie hinreißen lassen. Ja? Also einmal eine Schwelle des Harnstoffstickstoff allerdings, dann therapierefraktäre Hyperkalämie, Azidose, Lungenödem, Flüssigkeitsüberlagerung mit Hypoxie. Also das waren dann die klinisch harten Kriterien. Und da sehen Sie keinerlei Effekt, ob man jetzt früh prophylaktisch, sage ich mal, im Stadium 3 beginnt ohne klinisch harte Indikation oder ob man wartet, bis eine harte Indikation auftritt. Ein wesentlicher Aspekt in dieser Studie war auch nochmal zu zeigen, dass wenn man wartet, dass dann ein großer Teil der Patienten gar nicht dialysiert werden musste, während in der frühen Gruppe quasi alle dialysiert wurden. Ja, also es hat schon noch Effekte, auch ökonomische, dass man viele Patienten dialysiert in dieser Situation, die vielleicht gar keine Nierenersatztherapie gebraucht hätten. In der Subgruppenanalyse, wenn man jetzt die Mortalitäten sich anschaut, kam allerdings raus, dass die Mortalität in der Gruppe, die nie ein Verfahren brauchte, nicht überraschend, am geringsten war in dieser Population. Am höchsten war die Gruppe, wenn wir lange gewartet haben und dann war doch eine Nierenersatztherapie nötig, 60%. Und die andere Gruppe, das heißt die Frühgruppe, lag so ein bisschen dazwischen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, jetzt haben die vielleicht doch einen Schaden gehabt, wo man lange gewartet hat. Man muss allerdings dazu sagen, die frühe Gruppe hatte natürlich beide, weil wir nicht wussten, welche Patienten nachher kein Verfahren bräuchten und welche Patienten im Verlauf doch ein Verfahren gebraucht hätten, beide Populationen gemischt gehabt. Also es verwundert nicht diese Mortalitätsaufstellung. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch einige Biomarker, die letztlich noch nicht so richtig den Einzug in die klinische Diagnostik, mein Thema ist ja eher die Therapie, aber die noch nicht festen Bestandteil in der Diagnostik sind, aber viele Biomarker, die diskutiert werden, die uns vielleicht doch helfen können, das akute Nierenversagen weiter zu klassifizieren. Also einfach abgesehen von der rein deskriptiven Beschreibung, dass Kreatinin geht hoch, was ja viele Ursachen haben kann, auch rein funktionelle, ohne dass ein Nierenschaden aufgetreten ist, können Biomarker uns möglicherweise ja helfen, zu sagen, wo ist denn tatsächlich ein Schaden aufgetreten, der auch im Verlauf zu einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz führen kann. Da war das NGAL laut der Datenlage das vielversprechendste, was nämlich uns sozusagen in dieser Studie ganz gut vorhersagen konnte, wenn es denn erhöht war über einen bestimmten Schwellenwert von 150, dass im Verlauf eine Nierenersatztherapie notwendig wird. Entsprechend hat Herr Zabok, das ist ein Anästhesist aus Münster, hier eine Studie konzipiert, die genau eben mal einen neuen Ansatz im Vergleich zu den ganzen alten Studien früh spät verfolgt hat, nämlich diesen Biomarker mit zu integrieren in die Entscheidung. Also wirklich vorher schon zu sagen, ich will aber auch nur die Patienten mir anschauen, die tatsächlich auch nachher dialysepflichtig werden und hier unterscheiden, früh oder spät. Er hat einen ganz progressiven Ansatz verfolgt, hat nämlich gesagt, früh ist in meinem Patientenkontingent ein Cardio-Stadium 2. Wenn Sie eben gesehen haben, 2, das ist schon sehr früh. Ne? Also wenn Sie ein Kreatinin von 0,9 haben in der Basis und haben dann einen Krea von 1,8, dann war das schon ein frühes, dann war das schon das Cardio-Stadium 2, wo man möglicherweise sagt, das wäre schon ein neuer Ansatz. So früh sind wir in der Regel nicht dabei, wenn nicht noch andere klinische Indikationen bestehen. Also rein die Schwelle für Cardio-Stadium 2 als früh zu definieren, ist schon sehr sportlich. Das ist auch so früh, wie es in keiner anderen Studie bisher gemacht wurde. Und spät war dann das Erreichen des Cardio-Stadiums 3. Und da sehen Sie den Unterschied zu der Studie, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe von Gaudry.
dass nämlich dass die späte Gruppe hier die frühe Gruppe bei Gorgi war. Also so dramatisch unterscheiden sich die Studien. Wenn man das interpretieren möchte, muss man darauf achten. Und, aber ganz dramatisch und deswegen auch viel diskutiert, zeigt sich am Ende der Mortalitätsunterschied zwischen dieser hier früh definierten Gruppe, nämlich dramatische 20% Unterschied. Das hat schon viel Aufsehen erregt. Allerdings muss man so ein paar Einschränkungen sagen. Es war nur eine monozentrische Studie. Dieses N-Gall, was eigentlich dafür gedacht war, zu unterscheiden, welche Patienten im Verlauf eine dialysepflichtige Niereninsuffizienz bekommen, war bei den insgesamt 600 randomisierten Patienten nur bei 3 Patienten, hat nur dazu geführt, dass nur 3 Patienten ausgeschlossen wurden. Das heißt, quasi alle im AKIN 2 nach dieser, in dieser Population waren auch im Verlauf dialysepflichtig, was jetzt nicht die klinische Beobachtung ist, die wir sonst auf der Intensivstation haben. Da ist längst nicht jedes AKIN 2 am Ende hinten raus dialysepflichtig. Also es war offensichtlich eine besondere Patientenpopulation. Es waren auch alles postoperative chirurgische Patienten, aber immerhin die erste Studie, die sich bei diesem Patientenkontingent ein besonders früher Beginn Vorteile gezeigt hat. Also wir sind noch dabei zu definieren, welche Patienten brauchen denn diesen frühen Beginn. Da sind wir noch nicht so weit und da hoffen wir, dass wir da noch weitere Daten aus weiteren Studien bekommen. Hier zeige ich Ihnen mal Daten aus Solingen, die wir erhoben haben. Das haben wir retrospektiv gemacht, nur damit Sie mal die Spannbreite sehen, die sich da zeigt. Wir haben also ganz normal, nach wie man das üblicherweise macht, wie ich Ihnen das gleich nochmal in einem Algorithmus zeige, nach klinischen Kriterien entschieden, welche Patienten wir diagnostizieren. Da haben wir natürlich kritisch Kranke mit progredienter Organdysfunktion früher dialysiert, auch unabhängig vom Serumkreatinin, was man jetzt hier gemessen hatte. Und da sehen wir ganz dramatisch, dass die Patienten, die überlebt hatten, sogar ein niedriges Kreatinin hatten, ein hohes Kreatinin hatten, Entschuldigung. Also die Patienten mit der günstigsten Mortalität waren, die wir relativ spät dialysiert haben. Das verwundert natürlich nicht. Denn nach diesen klinischen Auswahlkriterien waren natürlich die Patienten mit hohem Serumkreatinin die klinisch stabileren. Ja, die hatten einen geringeren Apache-Score, die hatten also entsprechend auch höheres Kreatinin. Die waren nicht so häufig kontinuierlich behandelt, die hatten nicht so viele Vasopressoren, waren nicht so häufig beatmungsabhängig. Also ganz entscheidend ist die klinische Situation der Patienten. Und deswegen möchte ich Ihnen diesen Algorithmus so ein bisschen ans Herz legen. Das ist publiziert von der Marlies Ostermann aus London, die diesen Algorithmus vorgeschlagen hat und den ich nach wie vor als aktuell klinisch relevantesten Algorithmus empfinde, dass wir Patienten selbstverständlich bei einer lebensbedrohlichen Indikation, Therapie refraktäre schwere Azidose, Hyperkalämie, Übermessung etc., dass wir diese Patienten sofort beginnen, logisch, weil wir da letztlich das Leben damit retten quasi, das ist relativ sicher, aber Patienten, wo diese harten Kriterien nicht zutreffen, dass wir da zunächst mal, und das erlaubt uns die Studienlage, zunächst mal Zeit haben, die Hämodynamik zu optimieren, also eine adäquate Volumentherapie durchzuführen, Hypotonie zu behandeln und dann eben den klinischen Verlauf engmaschig zu erfassen. Wie ist die Entwicklung des Volumenstatus? Wie ist die Entwicklung weiterer Organkomplikationen, wie insgesamt die Schwere des Krankheitsbildes, wird die Sepsis besser, sinkt das Laktat, wie ist die Entwicklung der Nierenfunktion, wird die jeden Tag schlechter, dass wir dann bei diesen Patienten erwägen, eine Nierenersatztherapie durchzuführen. Also gar nicht diese harte Schwelle, dass da ist ein Harnstoff über 100, jetzt müssen wir, ansonsten geht es dem Patienten gut, das CRP fällt, alles wird klinisch besser. Davon sind wir eigentlich weg, ja, dass man hier also mehr die klinische Situation in den Fokus nimmt. Ob wir das in den nächsten Jahren nochmal ändern müssen, es gibt zwei weitere große Studien, die noch laufen. Die Ideal-ICU-Studie ist allerdings abgebrochen worden. Ich habe leider nicht rausgekriegt, warum man nach 500 Patienten abbrechen musste. Da erwarten wir hoffentlich aber trotzdem ein paar Ergebnisse. Und die läuft noch, die START-ACI mit noch wesentlich größeren Patientengruppen. Also da sind wir gespannt, was da hier übrigens auch wieder nach AKIN 2, also wieder ein ganz früher Beginn, da erwarten wir neue Daten in den nächsten Jahren. So viel mal zu Beginn, ja, also Klinik führt. Jetzt haben Sie sich entschieden, ich will beginnen. Jetzt brauche ich ja irgendwie einen Zugang zum Patienten. Und da reicht der ZVK, der in der Regel liegt, nicht aus.
brauchen wir einen entsprechenden Gefäßzugang. Und hier lohnt ein Blick in die Guidelines, was für einen nehmen wir. Es war immer mal in Diskussion, ob man nicht vielleicht direkt einen getunnelten Katheter legt, aber nein, die Guidelines sagen, es ist zwar eine relativ schwache Empfehlung, man sollte erstmal mit einem ungetunnelten Dialysekatheter beginnen. Und darf ich nochmal erinnern an den Erfinder dieses ungetunnelten Dialysekatheters, der nicht nur hier einen großen Beitrag geleistet hat, sondern auch in der Entwicklung der Heimdialyse, Nachtdialyse, verlängerte Dialyse etc. Also er war schon seiner Zeit voraus, was heute Standard ist, hat er schon vor 50 Jahren begonnen. Und das ist der Katheter, der war ursprünglich einlumig, ist jetzt in der Regel ein zweilumiger Dialysekatheter, der im Klinikjargon immer noch Sheldon-Katheter genannt wird. Hier nochmal, es gibt Hilfestellungen, wie lang der sein soll. Das kennen Sie mittlerweile aus der Erfahrung, wie lang so ein Katheter sein soll. Aber man verschätzt sich doch mal bei kleinen oder sehr großen Patienten. Also da lohnt sich schon einmal nochmal zu überschlagen, wie lang der Katheter sein soll, je nach Punktionsort. Und das ist eben die große Frage, wo punktieren Sie? Und da gibt es auch immer viel Verwirrungen und vom Hörensagen. Und deswegen will ich das auch nochmal hier in Erinnerung rufen. In den Cardigo Guidelines wird die primäre Katheteranlage für einen Dialysekatheter wohlgemerkt. Ja, es geht jetzt nicht um ZVK, sondern für einen Dialysekatheter in die rechte Jugularvene. Nicht nur, weil die am einfachsten zu punktieren ist, sondern auch, weil da der Verlauf des Katheters geradeaus ist und ohne weitere Kurven. Sie sehen häufig, wenn Sie die linke Jugularis punktieren, dass der Katheter an der Venenwand anliegt und damit auch schlechter läuft. Und auch vor allen Dingen thrombogener ist. Ja, diese zwei Kurven, die der Katheter machen muss, jeweils an der Venenwand anliegt, da entstehen deutlich häufiger Thromben. Und deswegen wird sogar die Femoralvene bevorzugt gegenüber der linken Jugularvene. Ja. Also die Femoralvene, auch da gibt es Studien zu, ist gar nicht mit einer erhöhten Infektionsgefahr verbunden, sondern tatsächlich ein adäquater Dialysezugang bis zu einem bestimmten BMI ab. Ein BMI von 25 und von 30 und höher werden die Katheter doch eher als problematisch angesehen, insbesondere weil dann die Bauchfalte drauf ist, weil es nicht gut zu verbinden ist. Aber ansonsten ist der Femoralis-Katheter eine gute Alternative in der Phase, wo die Patienten noch kritisch krank sind und nicht mobilisiert werden. Und bitte dran denken, die Subclavia sowohl links als auch rechts ist für einen Dialysekatheter eigentlich eine Kontraindikation sagen. Also wirklich nur, wenn gar keine anderen Zugangsmöglichkeiten bestehen, auch wenn das fürs Pflegepersonal möglicherweise günstiger ist. Diese Patienten haben keine Chance mehr, wenn der Katheter da mal 2-3 Wochen drin liegt, jemals auf der Seite einen vernünftigen Dialyseschand mal zu bekommen. Ein großer Teil der Patienten, die wir hier therapieren, bleiben nachher auch dialysepflichtig und haben dann die ganzen Probleme vor sich, wenn der Schand nicht reifen will, weil dann da Thromben in der Subclavia sind. Wenn überhaupt, dann nehmen Sie auf jeden Fall die dominante Seite. Also wenn es denn sich nicht vermeiden lässt, dann nehmen Sie die dominante Seite, weil der Patient am Ende seinen Katheter auf der nicht dominanten Seite bekommen soll. Sonst wird er die nächsten Jahre an der Dialyse immer gefesselt sein und nichts machen können. Dann muss man halt auch ein bisschen dran denken. Also die Subclavia ist die letzte Option für einen Katheter. Ja, das ist schon ein bisschen älteres Bild, das sehen Sie ja. Fokuhila und Schneuzer, aber hier nochmal Funktionsorte, wo Sie den rechten jugulären Katheter punktieren können. Der anteriore Zugang ist eher der kritischste, weil Sie da an der Arterie nicht gut vorbeikommen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Bitte gehen Sie nicht durch den Muskel durch. Ich weiß, dass man das in der Akutsituation auch mal straight direkt durch den Sternocleidomastoideus gerne macht, aber die Patienten sind dadurch sehr beeinträchtigt, wenn sie nachher dann wacher sind und den Kopf bewegen wollen. Also hier entweder zwischen den Schenkeln oder hier in der Überkreuzungsstelle mit der Vena jugularis externa etwas tiefer, das sind gute Zugangsmöglichkeiten. Ja, man sollte vorher oder noch besser während der Anlage Ultraschall machen. Haben wir früher nie gemacht, aber es gibt gute Daten, dass die Erfolgsrate für eine Punktion deutlich höher wird, wenn wir uns vorher die Gefäßsituation anschauen. Diese multimorbiden alten Patienten, die wir häufig haben, sind doch häufig vorerkrankt, haben schon mal Katheter gehabt,
ZVKs etc. Man ist doch überrascht, was man da anatomisch sieht. Da erspart man sich nachher viel Mühe, wenn man sich das vorher einmal angeschaut hat. Und die Guideline sagt sogar 1a. Also da sollte man sich schon gute Argumente haben, weswegen man das nicht macht. Ja, da gibt es gute Hilfen, dass man den Schallkopf einpackt mit einer entsprechenden Folie und das unter Sicht macht oder zumindest vorher sich die Gefäße anschaut. Und letzte Empfehlung, ganz wichtig, wenn es irgendwie geht, vor Beginn der Dialyse. Ja, das ist kein ZVK, es ist ein Dialysekatheter, der macht ein viel größeres Trauma. Vor der Dialyse, wenn die Zeit da ist, ein Röntgen-Thorax machen. Man sieht doch immer, ist doch immer wieder überrascht, was man alles so sieht. Das kennen Sie, dass der umschlägt, der Katheter, also deswegen nicht gut funktionieren kann. Sehen Sie, was hier passiert ist? Nee, schlimmer. Arteriell, ne? Hier sind wir mal ordentlich. Ja, da sind wir, also arteriell geht auch das passiert. Ne? Weil die Patienten haben so teilweise den Schock, haben so einen niedrigen Druck, das spritzt nicht unbedingt aus der Nadel raus. Und wenn man dann nicht die BGA macht, und die kann auch im Einzelfall schon mal einen verwirren, ist man da auch mal schnell in der Arterie. Und dann, das ist jetzt hier wohl möglicherweise nur ein ZVK, aber wenn Sie da so einen dicken Schell in die Arterie legen, ungünstig. Können Sie das erkennen? Was hier passiert ist? Ja, ich habe schon gehört, ne? Neu. Ja, auch das, wie bei jeder anderen zentralen Funktion, muss man ausschließen. Das sieht man natürlich nicht unbedingt sofort, wenn man das Röntgen unmittelbar macht, dann im Zweifel nochmal im Verlauf, wenn sich da was verschlechtert. Aber ich will Ihnen hier noch so ein dramatisches Beispiel zeigen, wo der Katheter erstmal augenscheinlich ganz okay lag, aber dann schlecht lief. Also die Aspiration war ganz schlecht. Dann hat man dann nochmal versucht, den umzusäligern und hat mit einem Draht nochmal durch den alten Katheter durchgegangen. Und vielleicht sehen Sie das hier, wo der Draht hingeht. Der geht so richtig hier in den Thorax rein. Also was hat man hier gemacht? Man hat letztlich mit dem Draht, der möglicherweise bei der Anlage schon abgeknickt war, den Katheter in den Thorax gelegt, also in den Pleuraspalt gelegt. Das ist, kann passieren, gerade mit diesen starren Dialysekathetern, wenn vor allen Dingen, wenn Sie nicht während des Vorschiebens immer mal wieder überprüfen, ob sich der Draht auch vorschieben lässt. Also ganz wichtig beim Vorschieben immer zwischendurch testen, kann ich den Katheter weiter unkritisch vorschieben. Weil wenn sich vorne der Draht abknickt und Sie schieben trotzdem vor, dann sind Sie mit so einem starren Katheter schnell mal durch die Venenwand durch. Ja, auch das passiert in dem ZVK nicht so sehr, aber mit einem kräftigen Dialysekatheter und je nachdem, was wir da für Modelle haben, sind das auch sehr großkalibrige, kann Ihnen das passieren. So, jetzt haben Sie die Indikation gestellt, Sie haben erfolgreich den Katheter gelegt. Jetzt haben Sie die Qual der Wahl. Ja, es gibt leider eine verwirrende Vielzahl von Dialysemodalitäten. Ich habe das mal versucht, hier in so einer Darstellung Ihnen da alle, die es eigentlich gibt, aufzumalen. Und zwar einmal unterschieden nach dem Behandlungsmodus. Der kann ja intermittierend, verlängert intermittierend oder kontinuierlich sein. Oder nach dem physikalischen Prinzip, was zugrunde liegt. Ja, Diffusion oder Konvektion. Ja, da nehme ich immer so den Fluss als Beispiel. Klinisch hat sich nicht so richtig zeigen können, dass die Diffusion, dass die Konvektion, auch wenn sie theoretisch größere Moleküle mit entfernen kann, klinisch konnte man damit nicht zeigen, dass wir da Vorteile haben. Intermittierend versus kontinuierlich allerdings hat ja ganz praktische Aspekte, die ich gleich nochmal beleuchten will, wo man allerdings auch, wenn man alle Patienten immer gleich behandelt, also alle Patienten intermittierend oder alle Patienten kontinuierlich, keinen Mortalitätsunterschied zeigen konnte. Aber so ist ja nicht die Realität. Man ist ja nicht in der Regel, wenn man beide Verfahren zur Verfügung hat, so wie das eigentlich auch sein sollte, dann sollte man die ja nach dem klinischen Kontext einsetzen. Und diese Studie gibt es leider nicht, dass wir also im klinischen Kontext entscheiden, ob wir kontinuierlich oder intermittierend machen. Obwohl wir ja klinisch doch einige Kriterien haben, nach denen wir das Verfahren auswählen können. Wir wissen einfach, die hämodynamische Toleranz ist einfach für kontinuierliche Verfahren günstiger. Es gibt zwar Möglichkeiten, wie man das intermittierend auch hinbekommen kann,
aber sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, bei Intermittieren diese Volumenumsätze zu machen, diese Ultrafiltrationsraten sind mit kontinuierlich 5, 6 Liter am Tag im Zweifel. Das verträgt ein kritischer Patient mit einem intermittierenden Verfahren kaum. Clearance pro Zeit ist bei intermittierenden Verfahren höher, also da ist locker der Faktor 10 im Spiel. Wenn Sie also Situationen haben, schwere Hyperkalämie, schwere Azidose, Situationen, weil die Intoxikation mit bestimmten Substanzen, kommen wir heute auch noch zu im Laufe des Tages, dann ist ein intermittierendes Verfahren angezeigt. Ja, mit kontinuierlichen ist die Entfernungsrate deutlich geringer pro Zeit. Dialyselösung, ja, wir brauchen für die intermittierend eine entsprechende Osmoseanlage oder mobile Osmosen. Hier haben wir Beutel. Personal ist sicherlich ein Unterschied und auch immer große Diskussionen. Ja, die intermittierenden Verfahren sind eben sehr personalintensiv. Wir brauchen nephrologische Fachpflege, während die kontinuierlichen Verfahren von den Intensivstationen in der Regel betreut werden. Bilanzierung, die muss man bei der intermittierenden immer einmal festlegen und dann ist es so, weil dann kann man nicht 6 Stunden später sich nochmal anders entscheiden. Das hat man natürlich viel einfacher bei den kontinuierlichen Verfahren. Mobilisation auch ein Thema bei Patienten, die dann im Weaning sind, die mehr mobilisiert werden, mal rausgesetzt werden sollen, Krankengymnastik. Da hat man natürlich mehr Optionen bei den kontinuierlichen Verfahren. Auch wichtig, nicht zu unterschätzen, ist, dass Sie bei den kontinuierlichen Verfahren, wo Sie zwar pro Zeiteinheit relativ wenig Effektivität haben, aber dann auf die gesamte Behandlungsdauer deutlich höhere Entzugsraten hinbekommen, wie bei den Intermittierenden, da haben Sie da einen nicht unwesentlichen Verlust von Vitaminen, Spurenelementen etc. Und vor allen Dingen auch Medikamenten. Und das ist auch ein bisschen die Problematik, je höher wir in der Dosis gehen und passen dann entsprechend die Medikamentendosierung nicht an, muss man sich auch nicht wundern, dass das keine Mortalitätsvorteile bieten kann. Also wenn man Studien macht, wo man mit hohen Dosen arbeitet, muss man ganz klar sicherstellen, dass auch entsprechend die Medikation angepasst ist. Antikoagulation ist bei kontinuierlichen mittlerweile der Standard, komme ich auch gleich zu, dass wir mit Citrat arbeiten, regional also arbeiten, bei den intermittierenden eben Akutbereich in Kliniken schon häufig etabliert, aber eben nicht letztlich nicht maschinell unterstützt bisher. Hirnödem ist so ein Krankheitsbild, wo man relativ klar indiziert, kontinuierlich, da es zu osmotischen Verschiebungen kommt und die Verfahrenskosten, ja, für Intermittieren sind insgesamt Verbrauchsmaterialien etc. geringer, allerdings dafür mehr personalintensiv. Dazwischen angesiedelt sind die verlängerten intermittierenden Verfahren, da gibt es verschiedene, ich habe immer einen Hersteller als Bild, das sind diese SLED-Verfahren, wo die Datenlage etwas geringer ist, aber die natürlich im Prinzip die Vorteile beider Gruppen ein bisschen vereinen. Ja? Also das heißt, Sie haben noch Zeit für Mobilisation, es muss nicht unbedingt Fachpflege machen, ist aber doch noch lang genug, um eine hämodynamische Toleranz hier zu verbessern. Also möglicherweise der Ausweg in diesem Dilemma. Wie ist denn jetzt die Empfehlungslage? Die hämodynamisch instabilen Patienten, da sagt die Cardigo, wir schlagen vor, also relativ weiche Empfehlung, diese Patienten kontinuierlich zu machen. SLED als mögliche Alternative, wenn die anderen Formen, wenn kontinuierlich nicht da ist, also relativ weich die Empfehlung, da legt sich die deutsche Sepsisgesellschaft schon ein bisschen klarer fest. Bei hämodynamisch instabilen Patienten wird eine CVVH empfohlen. Kann aber auch intermittierend machen mit entsprechenden Modifikationen. Ja, also wenn die Möglichkeit besteht, das ist die allgemeine Akzeptanz, sollte bei dieser Anfangsphase den kritisch Kranken eher kontinuierlich behandeln, im Verlauf, wenn sich die Patienten stabilisieren, intermittierend umswitchen. Wie gesagt, für dieses integrierte Konzept gibt es leider keine Studien. Gute Studienlage. Hier nochmal zu der ICP, was passiert durch die hocheffektiven intermittierenden Verfahren, haben Sie natürlich auch starke osmotische Verschiebungen, die letztlich auch zu einem steigenden Hirndruck führen, wenn man Patienten intermittierend behandelt. Also hier eine klare Empfehlung für kontinuierliche Verfahren für Patienten, wo ein erhöhter Hirndruck oder zumindest das Risiko besteht, dass sie einen erhöhten Hirndruck haben.
so sagt es auch die Guideline. Hier noch ein Krankheitsbild, wo ich Sie zumindest auf einen Fallstrick aufmerksam machen möchte. Sie haben natürlich häufig die Patienten mit einer schweren Hyperkalämie, wo man in der Regel natürlich dann auch schon mit Maßnahmen anfängt. Ja, der Patient kommt mit einem Kalium von 9, man beginnt schon mit entsprechenden medikamentösen Maßnahmen, das Kalium zu senken. Wenn dann so eine Situation refraktär ist, das heißt, das Kalium geht nicht gut runter, dann sollte man intermittierend behandeln, weil es eben so hocheffektiv ist. Man muss aber unbedingt beachten, wenn Sie dann einen Patienten 3 Stunden, 4 Stunden behandelt haben und das Kalium jetzt im Normbereich ist, dass Sie einen unheimlichen Rebound haben. Wenn Sie dann also 2, 3 Stunden später nochmal das Kalium messen, dann kann das schon wieder im kritischen Bereich liegen. Ja, also diesen Rebound darf man nicht unterschätzen. Für diese schweren Fälle bietet sich also an, dass man erstmal die Akutsituation in den Griff bekommt im intermittierenden Verfahren und dann entweder sehr lange behandelt, um den Rebound abzufangen, oder dann eben auf ein kontinuierliches Verfahren noch anschließt. Auch hierfür keine klare Studienlage, das ist eher eine Empfehlung aus der Praxis. So, jetzt haben Sie das Verfahren ausgewählt. Jetzt müssen Sie sich noch entscheiden, welche Dosis behandle ich jetzt den Patienten. Das ist hier eigentlich die Grafik, die ich in diesem Zusammenhang am besten finde. Man hat früher viele Studien gemacht, wo man mit sehr geringen Dialyseraten noch gearbeitet hat. Man hat da zeigen können, dass je mehr Dialyse ich mache, desto höher das Überleben. Jetzt kommen wir in einen bestimmten Bereich, wo wir offensichtlich, und das zeigen die großen multizentrischen Studien, wo wir offensichtlich keinen guten validen Unterschied mehr finden, die Dialysedosis über einen bestimmten Schwellenwert noch weiter zu steigern. Und da liegen wir ungefähr bei einer Schwelle von 20 ml pro Kilogramm pro Stunde. Also da hat eine weitere Steigerung keinen Effekt. Und diskutiert wird sicherlich auch, wenn wir jetzt noch höher gehen, dass wir dann möglicherweise dann auch die negativen Aspekte einer Ersatztherapie, also das Entfernen von wichtigen Vitaminspurenelementen, aber noch wichtiger von der Therapie, weswegen wir überhaupt das ganze Problem haben, also dass wir die therapeutischen Maßnahmen nicht mehr gut steuern können, weil viel davon entfernt wird, also dass auch negative Aspekte dann überwiegen und dann möglicherweise auch das Überleben wieder sinkt. Hier mal die Studienlage zu einer High-Volume-Therapie, die hat nicht unbedingt zeigen können, dass wir die Überlebensrate verbessern. Auch hier wieder das Problem, was ist überhaupt High Volume? Ja, ich hatte Ihnen eben gesagt, 20 ist so die Schwelle für das, was wir erreichen sollen. High Volume Definitionen reichen dann von 35 bis 200. Also das ist leider auch sehr uneinheitlich. Die Empfehlung, die Dosis, das, was Sie erreichen sollten, sind eben diese 20. Damit Sie das aber hinbekommen, müssen Sie sicherlich ein bisschen mehr verschreiben. Ja, also Patienten kontinuierlich ist in der Regel nicht 20 Stunden, 7 Tage die Woche, sondern aufgrund von Untersuchungen dann doch Filter wechseln, dann kann die Therapie nicht sofort wieder erneuert werden. In der Regel, und das sagt die Studienlage, so 20% niedriger als das, was Sie eigentlich haben wollen. Also das ist so die Faustregel, die Sie sich merken sollten, 25 ml sollten dann erreichen. Ob am Ende es vielleicht sinnvoll ist, schwer katabole Patienten mit schweren Azidose in der Anfangsphase einer kritisch kranken Erkrankung, insbesondere septischer Schock, doch davon profitieren, am Anfang deutlich höhere Volumen umzusetzen, um die zu stabilisieren und im Verlauf dann auf diese Standarddosis zu gehen, ist sicherlich sinnvoll. Viele machen das auch so, aber eine Studie für dieses integrative Konzept gibt es nicht. Ja? Also da ist auch eher der klinische Blick und die Entscheidung nach klinischen Kriterien. Die Schwerkranken sollte man sicherlich initial höher dosiert behandeln und dann im Verlauf auf die Standarddosis gehen. Jetzt haben Sie den 3 Tage am Verfahren, jetzt wollen Sie irgendwann entscheiden, kann ich das denn auch wieder beenden? Die Guideline sagt, naja, sollte beendet werden, sobald sie nicht mehr benötigt wird. Ja, schön. Das sollte man an die Bedürfnisse des Patienten anpassen. Ja, also nicht so richtig konkret. Ja, in der Praxis, was machen Sie jetzt konkret? Da gibt es eine Studie, die hat mal untersucht, welche Patienten denn, nachdem man sie beendet hat, also 100 hier von den 300 wurden beendet, welche Patienten man dann am Ende wieder beginnen musste. Und das waren die Patienten,
die initial sehr lange dialysiert haben, in höheren, so in kränkeren logischerweise, Patienten, die oliguisch waren oder eben die alten Patienten, das verwundert nicht so sehr. Ne? Mögliche Hilfe in diesem Zusammenhang könnte der Furosemid-Stresstest sein. Der ist in den letzten Jahren ist ein ganz einfacher Test, der viele Parameter letztlich der einer Nierenerkrankung mit untersucht, so ähnlich wie so ein Leitungsprüfer. Ja? Also da wird die, wenn der, der Elektriker am Anfang und am Ende einer Stromleitung testet, dann hat er quasi, egal wo der Fehler ist, aber wenn es den piept, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. So ähnlich ist das mit dem Furosemid. Da muss die Durchblutung in Ordnung sein, die glomeruläre Funktion, die Tubuli müssen funktionieren, da wo das Furosemid dezerniert wird, müssen funktionieren. Auch der postrenale Weg muss funktionieren. Also wenn der Patient auf einen Bolus Furosemid reagiert mit einer Urinausscheidung, dann ist schon mal vieles in Ordnung. Auch, aber nochmal zur Erinnerung, Furosemid ist keine Therapie. Was wir immer wieder sehen auf den Intensivstationen, dass Patienten mit unnötigen Volumengaben und gleichzeitig Furosemid belastet werden, um Umsatz zu machen. Das ist wirklich out, aber mein Thema ist jetzt nicht Therapie, medikamentöse Therapie, aber das nochmal möchte ich nochmal betonen. Ja, also Furosemid ist keine Therapie eines akuten Nierenversagens, beeinflusst den Verlauf nicht, ist also sehr wohl eine Therapie einer Überwässerung, das können Sie damit machen, aber Furosemid zu geben, um Flüssigkeit zu geben, also Umsatz zu machen, ist nicht sinnvoll. Aber dieser Furosemid-Stresstest zeigt doch sehr gute prädiktive Werte, was die Erholung der Nierenfunktion angeht, besser als so als quasi jeder Biomarker, muss man sagen. Also die Patienten, die ausscheiden, kriegen keine Progress der Nierenerkrankung. Die Patienten, die wenig ausscheiden, die werden nachher dialysepflichtig oder kriegen einen Progress im Stadium 3. Aber der hilft uns auch, zumindest in dieser Arbeit, vorherzusagen, ob wir eine Therapie beenden können. Ja, also hier wurde gezeigt, dass die Vorhersagbarkeit auf dem Furosemid-Bolus mit einer entsprechenden Ausscheidung recht hoch ist, dass diese Patienten auch frei von Dialyse bleiben werden. Ja, praktisch, wenn Sie das jetzt übersetzt haben wollen, Patienten, die eine Spontandiurese von mindestens 400 ml pro Tag ohne Diuretika haben, da kann man mal, und sonst die klinische Situation sich stabilisiert hat, da kann man mal einen sogenannten Auslassversuch machen. Ohne Spontandiurese macht es keinen Sinn. Oder wenn die Diurese gut über 2 Liter ist, inklusive Diuretika, dann kann man das mal machen. So, zum Schluss noch ein bisschen zur Antikoagulation. Auch da müssen Sie entscheiden, was für eine Patientengruppe habe ich. Habe ich einen stabilen Dialysepatienten? Habe ich einen Patienten mit einer aktiven Blutung? Patienten mit HIT? Oder habe ich den kritisch kranken Patienten mit vielen Einflüssen auf die Hämostase, auf der Intensivstation? Da hat sich in den letzten Jahren eigentlich die regionale Zitrat-Antikoagulation durchgesetzt. Die ist bei den kontinuierlichen Verfahren mittlerweile der Standard. Auch hier kurz zur Rekapitulation. Das Citrat bindet zweiwertige Kationen, aber nicht nur das Calcium, sondern auch Magnesium. Muss man also auch mit im Blick haben. Die Gerinnungskaskade gehe ich jetzt nicht durch, aber Sie können sich vorstellen, dass das für die Gerinnung notwendig ist. Und ab einem bestimmten Schwellenwert, der so im Bereich 0,3, 0,4 liegt, wird dann die Gerinnung überproportional schlechter. Ja, also da muss ein gewisser Schwellenwert erreicht werden, dann hat man eine effektive Antikoagulation. Wie viel Citrat brauchen wir dafür? Wir brauchen ungefähr 6 Millimol im Plasma, wohlgemerkt. Da wir aber das Citrat im Vollblut dosieren und die Patienten ganz unterschiedliche Hämatokritwerte haben, bleibt einem nichts anderes übrig als, also das heißt, im Vollblut brauchen sie etwas weniger, also rund 3 bis 4 Millimol, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das am Ende zu überprüfen, indem sie nach der Citratmenge dann auch die Calciumkonzentration messen. Hier auch die Problematik, welches Blutgasanalysegerät misst überhaupt korrekt in diesem Bereich. Also da sollte man diese Dosier an, die Zielwerte nicht ganz unkritisch für bare Münze nehmen, sondern schauen, welches Gerät haben wir denn überhaupt, wie liegen denn da die Werte. Da gibt es auch eine Arbeit zu, die das mal verglichen hat. Am Ende wird das dann vor dem Filter zugeführt in der Regel. Und wir müssen vor allen Dingen hier ausgleichen. Auch hier immer wieder der Verständnisfehler, dem ich oft begegne. Wir geben das Kalzium, um die Gerinnung wiederherzustellen. Das ist keine Antagonisierung in dem Sinne, sondern wir gleichen hier lediglich den Verlust des Kalziums aus
über das Dialysat. Wir arbeiten ja hier mit einem in der Regel Calciumfreien bei den kontinuierlichen Verfahren Dialysat. Wir entfernen also ganz effektiv Calcium den Patienten. Auch die Citrat-Calcium-Komplexe, die sich hier bilden, die sind schön wasserlöslich, die gehen auch zum großen Teil hier wieder raus. Das heißt, wir haben ja eine negative Calciumbilanz und das müssen wir ausgleichen. Ja, die Herstellung der Gerinnung passiert hier in der Vermischung des Blutes in der Vena jugularis. Und sie haben ganz hohe Biokompatibilität, gibt es viele Untersuchungen zu. Hier nun mal die Bilder, wie so Kapillare nach einer Dialyse mit Citrat aussehen, blitzsauber. Also auch viele andere Biomarker sind bei einer regionalen Citrat-Antikoagulation günstiger. Prinzipiell haben sie diese zwei Möglichkeiten, wie sie Citrat anwenden können, zwei Prinzipien. Das Prinzip ist, dass wir eine hyperosmolare Natriumcitratlösung hier möglichst patientennah den Blutstrom zu geben, ja, und ein entsprechend angepasstes Substituat verwenden oder eben Dialysat verwenden, wo eben das Natrium niedrig ist, Bicarbonat etwas reduziert und calciumfrei. Oder es gibt die Option mit zitrathaltigen Substituaten. Auch die sind auf dem Markt. Das sind, je nachdem, mit welchem Hersteller Sie arbeiten, haben Sie entweder dieses System oder eben dieses System. Ja, die Guidelines sagen auch, wir sollten hier Citrat als primäre Option nehmen. Allerdings eine Einschränkung bei den Guidelines noch, das war auch 2012, also 2011 erst formuliert, Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz oder Schock sollten nicht mit Citrat behandelt werden. Ja, aber da gibt es mittlerweile gute Daten, dass auch gerade die Patienten, das sind ja unsere Patienten, die wir letztlich behandeln wollen, gut behandelt werden. Hier die Studie von Thorsten Slowinski, die LCAT-Studie, die gezeigt hat, dass wir da schön ausgeglichene Werte haben, auch bei Patienten mit Leberinsuffizienz. Worauf müssen Sie achten? Aber trotzdem, bei solchen kritisch kranken Patienten, es gibt Einzelne, die dann eben eine Akkumulation von Citrat haben und dafür ist die Calciumratio ein ganz hilfreicher Parameter. Also jeden Patienten, den Sie mit Citrat regional antikoagulieren, sollten Sie mindestens einmal am Tag die Ratio zwischen Calcium gesamt und ionisiert ausrechnen. Wir hatten einen hohen prädiktiven Wert für eine Citrat-Anti-Akkumulation. Das ist ein Wert von 2,5 kritisch. Ja. Auch Parameter wie eine niedrige Prothrombinzeit oder ein hohes Laktat sind prädiktiv dafür, dass die Patienten eine Problematik entwickeln können. Was können Sie machen, wenn Sie so eine Situation haben? Sie können die Citratdosis möglichst reduzieren, weil er offensichtlich damit nicht klarkommt mit dem Metabolismus, und akzeptieren etwas höhere Postfilter-Calcium-Werte. Sie können den Blutfluss auch reduzieren, weil der Citratdosis ja abhängig vom Blutfluss ist. Das klappt aber nur gut bei Dialyseverfahren oder bei Prädiluzionsverfahren. Bei Postdiluzionsfiltrationsverfahren haben Sie sonst eine zu hohe Hämokonzentration und bei einer schweren metabolischen Azidose sicherlich auch erlaubt, zusätzlich Bicarbonat zu geben. Aber eventuell müssen auch einen Verfahrenswechsel durchführen. Dass die Rate der Filterlaufzeit besser ist, ist bekannt. Auch alle Studien zeigen, dass durch die Bank die Blutungsrate mit dem Verfahren deutlich geringer, die Hitrate ist geringer, das gefürchtete Risiko in frühen Studien, metabolische Alkalosen zu produzieren, hat sich nicht bestätigt in den großen Multicenter-Studien, aber die Hypokalzämie, wenn man das eben nicht vernünftig beachtet, ist etwas häufiger. Aber das Entscheidende, auch hier das Dilemma wie in vielen anderen Intensivsituationen, wenn man große multizentrische Studien macht, zeigt sich leider nicht, dass die Mortalität unterschiedlich ist. Eine Studie, die das aber nicht mit dem Ziel hatte, hat das gezeigt und auch für Aufsehen gesorgt, aber die anderen Studien konnten das nicht bestätigen, dass die Mortalität sich verbessert hat. Also wird sich Mortalität noch nicht gezeigt. Auch hier nochmal Herr Zahnung im Spiel hat eine große multizentrische Studie aufgelegt, und zwar die RICH, sehr schönes Akronym, RICH-Studie, die untersuchen wollte, also ganz primär das Ziel hatte, ist die Mortalität mit regionaler Citrat-Antikoagulation für die Patienten besser. Allerdings ist die Rekrutierungsrate nicht so, wie man das sich erhofft hat. Wir hoffen aber, dass wir trotzdem am Ende Ergebnisse bekommen werden. Wir haben diese Methode schon in der aktuellen Geräte-Generation eingebaut.
Und schon vor der Guideline war eigentlich das Verfahren der Wahl, das haben wir hier auch in dieser Studie einmal untersucht, die ich Ihnen eben schon gezeigt hatte. Da hatten schon 2011 fast alle Universitätskliniken das Verfahren etabliert. Kleine Häuser waren da noch nicht so weit, aber wenn sie es hatten, dann haben sie es fast alle eingesetzt. Bei Intermittieren, da sind wir dann noch nicht so weit, es gibt da noch keine Unterstützung. Allerdings muss man sagen, Off-Label, nachdem es in allen Guidelines drin ist, also auch regionale Zitratartikulation oder intermittierenden Verfahren, richtig Off-Label kann man das nicht nennen. Es ist in allen Guidelines drin, es gibt schon einen OPS-Code für dieses Verfahren. Und ich habe das mal abgefragt auf Berliner Dialyseseminar. Es ist in 50% aller Akutdialysen auch schon etabliert. Letztlich eine große Hilfe war, darauf möchte ich verweisen, ist eine Stellungnahme der Gerätekommission der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, dass wir, wenn wir geprüfte, publizierte Protokolle haben, engmaschig überwachen und auch Schulungen nachweisen können, dass wir das durchaus machen können. Wir sehen, dass das einfach das effektivste Verfahren ist bei Patienten mit hohem Blutungsrisiko, wenn wir die Blutungsrate verhindern wollen. Letztlich zum Schluss möchte ich nochmal werben dafür, dass Sie in solchen Situationen bei einem Patienten mit akutem Nierenversagen einen Nephrologen hinzuziehen sollen. Der kann ihn bei vielen Fragestellungen unterstützen. Ja, insbesondere was zur Detektion von anderen therapierbaren Nierenerkrankungen geht, aber auch Medikamenten, die Dosierung, Ernährung etc. Also alles Themen, die in dem Zusammenhang für den Patienten wichtig sind. Wir wissen auch, dass eine Beteiligung von Nephrologen beim akuten Nierenversagen auf der Intensivstation auch die Mortalität senken kann. Das ist eine Stellungnahme der Intensivkommission, die jetzt in Kürze der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie in Kürze publiziert werden soll. So, zum Schluss zusammengefasst, also Indikation, Modalität, Dosis sollte im Wesentlichen nach klinischen Kriterien festgelegt werden, die ich Ihnen gezeigt habe. Zugang nochmal zur Erinnerung, rechte Vena jugularis, bitte die Isoklavie meiden, wenn es geht, und immer einen Ultraschall, auch wenn Sie meinen, das ist jetzt easy, wenn Sie die Zeit haben, Ultraschall gestütztes machen. Antikoagulation, kontinuierliche Verfahren, Citrat für alle, in jeder klinischen Situation können Sie es beginnen, bei bestimmten klinischen Situationen, Schock, Leberinsuffizienz, bitte auf die Akkumulation von Citrat achten. Bei Intermittierenden mit Patienten mit Blutungskommission ist Citrat eine gute Option. Integration in die Geräte steht noch aus und wenn irgendwie möglich und erreichbar auch ein Nephrologen hinzuziehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.